Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute machen wir Pulled Pork Cowboy Bohnen ohne Pulled Pork, aber mit Bohnen. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Jetzt haben ganz viele Leute Fragezeichen über dem Kopf und er kann das verstehen. Meine Frau geht doch jetzt ungläubig. Ich zeige euch mal, welche die Zutaten, die wir brauchen, dass wir den Sachen mal ein Stück weit näher kommen. Also als erstes habe ich hier so einen dreifachen Espresso stehen. Da ist das Ding. Ob warm oder kalt, ist völlig egal. Dann habe ich hier 6 kleine Zwiebeln in so, naja, Würfelchen geschnitten. Brauchen so 4, 5, 6 Esslöffel von Barbecue-Soße. In dem Fall ist das meine. Könnt ihr auch selber euch welche kochen oder die Kofe oder eine andere Barbecue-Soße nehmen. Genauso verhält es sich mit dem Ofenrap, den könnt ihr kaufen. Nachmischen findet ihr auf www.klausgrill.de das Rezept. Naja, Kofen könnt ihr auch, Support ist gemordet, macht einfach wie ihr wollt. Was man nicht ohnehin kommt zu kaufen, sind Bohnen. Da habe ich jetzt 7 Dosen. Und zwar, das Geheimnis liegt darin, dass man, ich habe so Kichererbsen, ich habe weiße Bohnen, ich habe Baked-Bohnen, Chili-Bohnen, dass man das schafft, möglichst viele verschiedene Sorten von Bohnen darin zu tun. Und das, je mehr Sorten drin sind, umso runder wird die ganze Sache. Und ich denke, das kriegt ihr hin. Wichtig dabei ist, dass man welche mit roter Soße nimmt und welche ohne Soße. Die ohne Soße, da kippt man das Wasser bloß ab. Bei denen, wo Soße dabei ist, da natürlich nicht. Die kommen bitte in den Topf drin. Dann habe ich hier vorne eine Zitrone. Und eins der schlimmsten Fertigprodukte, die man auf diesem Planeten kennt. Und zwar diese eingeschweißten Haxen. Und da wird es jetzt viele schütteln, mich auch. Die kannst du so eigentlich nicht essen. Also eigentlich ist das kein Essen, wo man sagen muss, naja, das ist nur eine geile Nummer. Aber was das Schöne ist, wenn man die anbrät, wenn man die vom Fleisch, vom Knochen löst, ich zeige euch das gleich, und anbrät, werden die ähnlich wie Pulled Pork. Und wenn du keinen Pulled Pork da hast, kannst du die Nummer relativ gut nehmen. Und das schmeckt dreimal besser als das eingeschweißte Pulled Pork, weil das irgendwo gibt. Also die Nummer funktioniert. Dann habe ich hier noch einen Löffel, eine Küchenreibe, einen großen Löffel. Hier drüben ist noch ein bisschen Pflanzenöl. Im Grill hält schon der Dutch Ofen vor. Und natürlich, wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Packen wir die Haxen mal aus. Und dann machen wir gleich Folge. Und zwar das ganze Fett, was hier dran ist, das ganze Schmalz, fliegt mal gleich hier in den Dutch Ofen rein. Auch hier diese Gelee-Art, das ist nämlich nachher alles schöne Soße ab. Und wenn wir die jetzt retten, dann haben wir die für später. Und das machen wir mit allen drei Haxen. Dann haben wir die Haxen soweit befreit. Und hier oben auf dieser Fettdeckel, diese Haut. Und wir können im Prinzip alle, die brauchen, bis auf dieses Hautstück. Weil das ist glibberig und oll und ich finde, man kann das auch wegtun mal am Ende des Tages. Das, hier ist noch ein bisschen Schmalz dabei, weil wir essen genug Fett in unserem Leben. Da müssen wir jetzt nicht so groß drauf achten. Die Stücken nehmen wir hier. Da sind die Knochen, tun wir zur Seite. Und da siehst du, hast du relativ schnell das Ding ausgepackt und schneiden die so in kleine Stückchen, so ungefähr so wie Gulaschgröße. Und dann merkst du, wie das jetzt schon zerfällt und wenn das nachher warm wird im Topf, ich sag ruhig, der die Post ab. So haben wir jetzt einen riesen Berg von diesem Haxenfleisch und man kann die mal so kosten und nehmen wir mal hier ins so ein kleines Stückchen. Und man muss natürlich sagen, das Ding ist alt, aber keine Haxe. Also als Haxe wegen die Dinger, das würden wir uns alle fürchten, eigentlich eine Katastrophe, aber für so eine Nummer geil. Kleines Stückchen ist es und jetzt kommen wir zu unseren Zwiebeln. Jetzt braten wir mal vorsichtig unsere Zwiebeln an. Die Zwiebeln sind jetzt schön glasig angeschwitzt und haben sich schon ein bisschen so mit dem Schweinefett, also ein bisschen zu so einer leichten Soße verbunden. Das ist in dem Fall kein Fehler, sondern eher ein Feature. Daher kommt jetzt direkt unser Fleisch dazu. Und das werden wir jetzt hier so 3-4 Minuten durchrühren und immer so ein bisschen zerdrücken, bis das so richtig zerfallen ist. Und nach 3-4 Minuten rühren, siehst du schon, hast du diesen Pulled Pork Effekt, dass er also richtig schön zerfallen ist. Geil. Und jetzt kommen praktisch die 7 Köstlichkeiten dazu. Und Nummer 7. Darauf der Kaffee. Dann so 5, 6 gefühlte Esslöffel von der Barbecue-Soße. Oh. Ja, ungefähr so. Viel hilft viel. Dann den Abrieb von einer halben Zitrone dazu. Das sorgt für ein bisschen Frische da drin. Also ist der Kaffee alleine einfach zu dunkel. So vom Geschmack her. Und packen wir noch 2 schöne Esslöffel Ofa-Rub drauf. Und dann heißt es erstmal nur umrühren. Vorsichtig umrühren, dass sich alles schön miteinander verbindet. So, jetzt packen wir den Deckel drauf hier bei unserem Dutchofen. Schließen die Haube, machen die Brenner hier unten runter aus und lassen die rechten und linken Brenner auf halber Stufe so vor sich hingehen, dass wir so ungefähr 150 Grad drin haben. Und lassen jetzt einfach mal 3/4 Stunde drin und dann ist schon auf genug Temperatur gekommen, weil die Bohnen sind ja im Prinzip schon fertig. Und jetzt geht es im Prinzip nur noch um warm machen, nur dass das jetzt immer richtig kurz durchziehen kann.
Oh, da sollten wir schon fast fertig sein. Jo, dreiviertel Stunde ist um. Und das hat jetzt so ein bisschen vor sich hingezogen. Musste ja nicht kochen, sondern nur heiß werden. Und ich würde sagen, ich koste mal direkt aus dem Topf. Wa? So, hier eine schöne... Vorsicht, heiß. Ja, schöne Horne Bohnen. Mmh. Heute mal selber. Mmh. Mmh. Okay, so wie immer. Also, man muss sagen, also das ist die wahrscheinlich simpelste Form, so Cowboy-Bohnen zu machen. Und das Schöne daran ist, kannst du super zum Camping mitnehmen, weil du hast also Zutaten, müssen wir jetzt die Zwiebeln, die du frisch schneiden musst. Ansonsten wirklich so Dinge, die du wirklich so direkt aus dem Supermarkt verwerten kannst. Und ich finde, das ist das Schöne beim Grillen, wenn man auch mal so, ja, ohne große Shishi einfach mal einen Meter weiterkommt. Und der Topf, so wie er jetzt ist hier, wird für, na Frau, sag mal, 6-8 Leute ja bequem satt machen. Ich persönlich werde mir noch einen kleinen Schuss saure Sahne nachher oben drauf tun. Ja, und dann sehr, sehr glücklich sein. Ich kann euch nur empfehlen, die Nummer einfach mal auszuprobieren. Wenn ihr so Haxenfleisch nicht habt, dann nehmt ihr halt euer Pulled Pork, was ihr eingefroren habt. Wenn ihr wissen wollt, wie man Pulled Pork macht, da habe ich 2-3 Videos auf dem Kanal, da macht das so. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Ich muss nochmal hin. Darf ich nicht so einen Topf essen, oder? Na doch. Diesen Fernseher kriegen die mehr Ärger. Heiß.